Hallo und herzlich willkommen hier bei Backstage. Heute im Interview haben wir Matt and the Strangers. Hallo. Hi. Hallo. So, eure Musik erinnert ja stark an die Musik der 60er Jahre. War das von euch eine bewusste Entscheidung, genau solche Musik zu machen, oder ist das einfach der Stil, der euch am besten gefällt? Wir sind ja alle irgendwie relativ gestandene Musiker. Also Benny ist ja ein bisschen jünger, so, ne, Mitte 20, und ich mache schon ein bisschen länger Musik und ich habe so diverse Stile durch, aber auch Klassik sehr viel gemacht, und das ist eigentlich die Musik, die ich am coolsten finde. Also ist das auch so Musik, die ihr eher privat hört, oder? Ja, bei mir jedenfalls. Weiß nicht, wie ist das bei dir? Ja, ich höre auch super gerne Bluesrock, und von daher passt das eigentlich für die Band auch super cool, dass ich auch gar nichts groß machen muss eigentlich, sondern einfach das Spielen, wie es mir liegt, und dann fügt sich bei uns die Mucke ganz gut zusammen. Ihr schreibt ja auch selber Songs. Was inspiriert euch beim Songwriting besonders? Da ich klassische Gitarre studiert habe, ich habe auch Operngesang gemacht, kann ich Noten, bin ich ganz stolz darauf, sehr gut schreiben und lesen. Und ich schreibe die dann, ich habe immer irgendwelche Einfälle, und die schreibe ich dann immer auf Noten auf. Mit Bleistift und Papier und Radiergummi. Aber woher die Inspiration kommt, weiß ich nicht. Die sind natürlich eindeutig aus den 60ern. Und na klar, das höre ich mir Jimi Hendrix ein paar Mal an. Aber die eigentliche Inspiration, das weiß ich nicht. I got a bad, bad feeling. My baby don't live no Ihr werdet ja, habe ich gesehen, auf eurer Seite in höchsten Tönen gelobt, auch von Berühmtheiten wie zum Beispiel von Peter Maffay seid ihr schon gelobt worden. Von dem Gitarristen von Peter Maffay, Frank Dietz heißt er. Genau. Ja, der findet uns cool, und ich war noch ein paar andere ja auch noch, und ja, das ist schon cool. Wenn man schon von so vielen Leuten gelobt wird, dann steigt doch bestimmt so ein bisschen das Selbstwertgefühl, oder wie ist das? Ja, klar, das ist extrem cool. Das ist sehr erfüllend, das ist eine künstlerische Anerkennung. Ne? Derzeit ist ja eure zweite CD in Planung. Ja. Wie ist das? Da ist ja bestimmt ein gewisser Erwartungsdruck hinter, weil die Kritiken bei euren bisherigen Werken ja sehr gut sind. Fühlt ihr euch da auch so ein bisschen unter Druck, oder seht ihr das ganz locker? Nö, das soll nämlich eine Live-CD werden, weil ich bemerkt habe, dass die Live-Qualitäten eigentlich nochmal etwas herausragender sind als die Studio-Qualitäten. Also die Studio-CD ist meiner Meinung nach noch so ein kleines bisschen steril und zeigt eigentlich die Live-Qualitäten nicht. Aber ich glaube, das ist ja bei jeder Band so. Was erwartet uns denn in Zukunft von Matt and the Strangers? Ja, hauptsächlich, dass wir uns so oft wie möglich überall blicken lassen, oder? Ja. Das ist ja in der Szene eigentlich auch sehr angenehm. Wir werden bis zum Ende des Jahres auch wirklich noch häufiger spielen. Ja. Und ja, dass man wirklich auch Locations findet und Läden, die ja wirklich auch noch öfters mal in Form von Blues-Kneipe bestehen, aber dann noch echt viel Musikprogramm haben. Das erlebe ich ja auch ein bisschen mehr durch die Bank, vielleicht noch in anderen Stilistiken findet man sowas leider nicht. Also wir haben ja des Öfteren die Kritiken gekriegt, dass es diese Art von Musik eigentlich nur noch selten gibt, so durch die, ja, durch die Spontanität, die dabei entsteht, ist es ja auch kein reiner Blues. Und ich denke, in Zukunft wird diese Leidenschaft für diese Musik noch so ein bisschen direkt da rausgeschält, weil wir da zusammenwachsen. Da ist ja auch eine hohe Spontanität drin, und die wird sicherlich noch sich noch steigern. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle
Das waren Matt and the Strangers. Ja, wir bedanken uns auch. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Freuen uns auf das Konzert nachher. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.